Bonjour wird unterstützt von Twitch, Curse, Loot Chest und von euch, der Bonjour Community. Hallo Matteo. Hallo Niklas. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Montag und sonst kein anderer besonderer Anlass. Happy Birthday to you. Ich geh jetzt. Happy birthday to you. Happy Birthday, lieber Matteo. Happy Birthday to you. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. So. Na, wie Hi. Fühlt man sich mit 43? Genauso wie mit 42. Ich war heute mit meinen drei Kindern im Zoo und da haben wir meine Ex-Frau getroffen. War toll. Und? Was erzählt sie so? Keine Ahnung. Kann nicht mehr sprechen, seitdem ich zusammengeschlagen habe. So. Ja, was gibt's denn sonst so bei Bonjour? Gar nichts. Doch, weil es gibt Highlights. Können wir Highlights? Haben wir Highlights? Können wir die sehen? Oh, echt? Haben wir jetzt schon Highlights? Du machst aber. Es hört sich an, als würdest du mich zermatschen. Best of Schön sauber. Habe ich meine Kopfhörer falsch? Ja, ich habe meine Kopfhörer falsch umgebracht. Die Sounds sind zu verwirrend. Ich habe meine. Nach 5 Runden merke ich das erst. Guck mal. Oh, wie kann ich hier geflasht sein? Oh, warum sieht man das denn nicht rechts? Ich hab ihn letzter Form Mini. Und ja, boah. Das war's. Oh! Oh. Mit Master B. Ah! Aber jetzt glaubt er uns gar nichts mehr anscheinend. Könnte sein, dass es hier nicht funktioniert. Aber noch schreibe ich hier die Strategie nicht ab. Was ist hier los? Ich hab deine scheiß Gateways ab, danke. Und jetzt zeigen wir hier nochmal. Geh mal auf die Close. Nein, nein. So, das ist gut, aber jetzt gehen wir wieder auf die volle. Ja, lass mich in Ruhe. Ich rede jetzt nicht mit dir. Wenn wir nicht wissen, was passiert, bauen wir ab jetzt immer einen Nexus. Richtig. Das ist immer eine gute Idee. Scouten ist scheiße. Wir bauen nur noch einen Nexus. Fuck, 4 Win um 1 ist. Alter! Lukas, guck nicht hin, guck weg. Nice, Matteo. Schade, Matteo. Nice, Matteo, jetzt rotier. Oh, was habe ich in der Hand? Shit. Einer Garage. Letzter Garage, Matteo. Du weißt, wo Garage ist. Perfekt. Oh. Matteo, schießt auf Niklas. Sind die unten? 3, 2, 1. Oh. Ich habe so Kacke auf Terror gespielt. Mann, das nervt mich. Aber ich bin nicht mad. Weil wir haben Nukes im ersten Mal gespielt. Vielleicht bin ich ein bisschen mad. Ich bin todesmad. Und das war's mit Safe Call. Das heißt, wenn Hauke jetzt stirbt, zählt das als tot? Ja. Okay, er ist raus. Nee, er ist raus. Er ist raus, alles gut. Also? Nee, es wird Warcraft 4 kommen. Gamescom 2017. Es wird announced werden, trust. Weil es kein neues Add-on für WoW gibt. Kann nichts mehr für StarCraft kommen. Warcraft 4. Chip und Chat. Das Red. Oh, ich will meine Pickaxe noch nicht rippen. Ja, dann mach doch, nimm doch die andere. Ich hab keine andere. Oder was? Hä? Achso, ich hab eine andere. Boom. Das war's. War super sicher. Und was hast du jetzt gefunden dadurch? Ja, erstmal nix, aber das machen wir jetzt 9 Mal. Hallo, meine Liebe! My meditation is over. Rückendeckung. Warum hast du denn an...
Okay, Gino, ich bin nicht oben. Scheiße, da komm hoch. Du hast es verstanden. Matteo! Also erstmal ist unser Feld weggesprengt. Wo? Oh Mann, ey. Schön Chicken Nuggets hier machen, Alter. Ah, ich sterbe. Jo. Oh, oh, du stehst wirklich. Noch zwei jetzt. Wird nicht langsam gespielt. Was ist los mit dir? Na, es holt A. Oder B. Whatever, es ist egal. A, clear, letzter, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich gehe nach Hause. Noch mehr. Muss aufpassen, weil du stirbst. Ne? Oh, Scheiße. Was? Warum? Yoshi. Welchen Knopf muss ich jetzt drücken? Lauf jetzt! Ja. Komm her, schnell, los! Tschüss, das war Bonwa Mittwoch. Tschüss, tschüss, tschüss. 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 Weißt du, welchen Knopf? Es ist der Spiel. Pre-Roll und dann Endscreen. Ja, okay, also funktionieren eure tollen Knöpfe nicht. Alles klar. Geht haut Yoshi rein, gebaut. Tschüss. Uzi. Ripp ich noch? Nein. Wow. Nein. Beide gleichzeitig. Dumm. Wahrscheinlich kein Ingame-Bild bekommen. Aber ich kann euch erzählen, was hier passiert. Ich baue Probes. Wenn irgendjemand sagt, Star Trek und Star Wars hätten auch nur die geringste Ähnlichkeit, fühle ich mich gekränkt. 2, 1. Jetzt kann ich endlich wieder glücklich sein. Oh, Gott sei Dank, ey, das war gerade wie so ein Geschwulst in mir. Ey, dieser dämliche Kudung-Wälzer, ey, das ist ja wohl nicht sein scheiß Ernst. Und Niklas kriegt schon wieder ein Item. Für dich habe ich leider gar nichts. Mein Rucksack ist leer. Und du auch gerade nichts. Oh, hallo Niklas. Was habe ich denn hier? Ohne Scheiß, ey. Du kannst einfach damit theoretisch mit Platte reingehen. Selbst das hast du wahrscheinlich mehr als ich. Ja. Boah, Two-Hand-Web. Leck mich am Sack, Alter. Jetzt kriegen die so auf die Fresse, ey. Kommt hier bloß her, dumm Scheißkinder. Tja, ich werde nie mehr ohne volle Diamantrüstung in irgendeine Höhle gehen, wenn Gino es nicht auch will. Worte gebühren wir immer. Gino. Matteo. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie ein Sonnenschein. Heute, feiern wir alle deine Freunde, feiern jetzt mit dir. Alle deine Freunde sind jetzt hier bei dir. Gut, das war letzte Woche. Viel passiert schon wieder. Mann, es geht doch aber alles im Flug um hier, die Zeit, ne? Kann man das so sagen? Bist du noch da, Matteo? Matteo ist gemutet. Schnell, Yoshi, tu was. Ich bin gemutet. Jetzt. Hallo. Hallo. Hi, super. Ja, die Woche hat wieder einiges hervorgebracht. Ich habe den Zusammenschnitt ja auch zum ersten Mal gesehen. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Oh, erzähl mal. Also vor allem, ich habe ja nicht die Sicht gesehen bei Klotz versus Kante, was du Gino alles erzählt hast. Ja. Mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass die ersten Wochen von Klotz versus Kante sind eigentlich ein Metagame zwischen uns beiden. Ja, es ist mir dabei auch aufgefallen. Ja, deswegen werde ich dich austricksen müssen und du mich. Ja. Und ich werde jetzt für die nächste Folge direkt eine Information geben. Mhm. Ich werde super krass mich absichern gegen die Tees. Die Tees werden nicht funktionieren, egal was sie du machst. Die hätten diesmal funktioniert, das weißt du, ne? Deswegen habe ich jetzt so Angst vor den Tees. Du wärst einfach direkt gestorben. Ich weiß. Deswegen werde ich mich jetzt immer absichern gegen die Tees. Wir werden auf jeden Fall den DT-Rush spielen und dich damit überrumpeln. Gegen den werde ich mich vorbereiten. Ja, das wirst du nicht schaffen. So, Freunde. Eine neue Woche. Viel kann passieren. Viel steht auf dem Programm. Vieles Tolles. Toll. Heute hat Matteo Geburtstag übrigens.
Ja. Psst. Matteo hat Geburtstag. Tragt euch das alle in den Kalender ein und gratuliert ihm jedes Jahr. Das mag er richtig gerne. Ich hasse das. Wir hatten gerade ein Highlight-Video. Wie jede Woche rufe ich dazu auf, liebe Freunde, liebe Zuschauer da draußen, wenn ihr ein Highlight seht hier in diesem Stream bei uns auf Bonjour, dann tut uns doch bitte den Gefallen oder vor allen Dingen Cedric den Gefallen, einen Twitch-Clip daraus zu bauen. Immer wenn ihr was Cooles gesehen habt, egal ob es extrem schlecht, extrem gut, extrem lustig, extrem traurig ist, macht doch einfach einen Twitch-Clip draus und postet das hier bei uns im Curse. Ja? Und zwar im Channel Stream Highlights. Und zwar durchgehend. Das wäre richtig, richtig super, weil dann bekommen wir solche tollen Highlight-Videos und da hat dann jeder was von. Weil die posten mir, die zeigen mir nicht nur im Briefing, sondern die laden mir auch nochmal einzeln hoch, sowohl auf Twitch als auch dann später auf YouTube. Und das ist toll. Das finde ich nämlich sehr toll. Ja. Fast so toll, wie dass wir heute tatsächlich unser erstes mögliches neues Studio besichtigen waren. Ja, du warst gar nicht mit, weil du bist ja nicht hier. Leider. Alle waren mit, nur ich nicht. Ja, aber es tut sich was. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, ob wir diese Fläche nehmen, aber die war schon ganz gut. Ja, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten gerade und das ist halt eine der Möglichkeiten und die könnte was sein. Ja, das war recht angenehm. Also ich war eben, Hamu war mit, Hamu sitzt auch gerade in der Regie. Yoshi, der sitzt da auch, der war auch mit. Jens war mit und Simon von Laboratorium. Der hat uns direkt als Baumeister beraten, wie wir was machen können. Und ja, also morgen habe ich noch einen anderen Termin, da könnte auch was passieren. Aber das hier ist schon mal ganz cool. Ich habe hier noch mal ein Foto. Können wir mal meinen Desktop zeigen? Ich gucke ja im Moment. Next Generation. Oh, nee, das ist schon das Foto. Warte, da gehen wir gleich hin. Ah, oh Gott, ich verstehe dieses Programm nicht. Warum hast du mir das installiert? So, weg damit. Hier. Ich gucke im Moment Star Trek The Next Generation. Können wir das öffnen mit? Das ist eine sehr gute Serie übrigens. Ich habe die früher sehr gerne geschaut. Vor allem, die kann man immer so ganz entspannt einfach Folge für Folge gucken, ohne sich. Man kann auch mittendrin irgendeine gucken. Da gibt es ja ganz selten Sachen, wo ein Aufbau vorher ist, über mehrere Folgen. Ja, aber das ist schon zusammenhängend auch. Und ich finde das so gut. Ich twitter sogar auch immer Sachen davon. Ich finde das immer toll, dass das welche kennen. Ja, ist auch nice. Ich finde Star Trek auch interessanter als Star Wars. Ja, ich finde Star Wars auch nicht so toll. Oder vielleicht doch. Dann oder vielleicht ist das richtiger Scheiß. 90% der Zuschauer. Oder vielleicht ist es richtig cool. Auf jeden Fall wollen wir heute eine Studiofläche besichtigen. Und die sieht so aus. Das sind vielleicht 160 Bonjour Quadratmeter. Vielleicht. Schauen wir mal. Ja? Sieht man meinen Mauszeiger? Ja. Und ja, wir haben heute schon überlegt, was könnten wir mit dieser Fläche machen? Erstmal ist es natürlich blöd, es hallt wie Hulle. Ne? Deswegen haben wir schon gesagt, okay, wenn wir das nehmen, dann bauen wir hier eine Wand lang. Also wir machen natürlich wir bauen Wände. So, und so, und so ein Kasten, falls ihr mir folgen könnt. Ne? Dann in der Mitte das Studio, außenrum Büros oder so, irgendwie sowas. Oder, keine Ahnung, hier da hinten, da ganz hinten in der Ecke, da bauen wir noch Matthäus neues Zuhause. Vielleicht kriegst du sogar ein Hochbett, Matteo. Da könnte man so ein Hochbett hier an die Wand bauen. Ich hatte früher auch ein Hochbett, die sind geil. Das heißt, du und kannst eigentlich auch prinzipiell dann im Studio wohnen und nervst auch niemanden damit. Nice. Also da so machen wir so ein Hochbett hin. Da unter, nice. Da ist dann dein Spielzimmer, dein Kinderzimmer. So, ne, das können wir da. Das können wir da in die Ecke bauen. Ich will so eine Decke an dem Hochbett und darunter will ich so eine Höhle, da will ich kämpfen dann mit Gino, okay? Okay, aber für Gino könnte das zu klein sein. Dann müssen wir das noch ein bisschen höher bauen. Okay. Genau, da ganz hinten hin. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob wir das nehmen, A. Und B, ob wir, wie wir das genau aufbauen. Das war auf jeden Fall schon ein schönes Gefühl heute, dass sich was bewegt. Ja.
Weil wir haben ja das Ziel, so bis April, Mai, Juni, so um diesen Dreh dort irgendwann dann wirklich in ein neues Studio zu ziehen. Ja. Das wäre nice. Oh! Weg, Farstone-Bildbetrachter. Dieser Farstone-Bildbetrachter, Hamu, ne? Der macht mich. Der macht mich völlig fertig. Ah, ist Hamu da? Hallo, ja, Hamu ist da. Ich gehe jetzt auch. Ach, du Hallo, gehst? Tschüss. Ja, tschüss. Wie geil das Bild von dir in Curse aussieht, das eingefrorene. Oh, ja, das ist super. Ja, Hamu hat heute wieder irgendwas eingeschraubt in die Rechner. Kurz bevor der Stream online war, waren hier irgendwie noch Rechner offen und irgendwas wurde rumgeschraubt. Das hat mich schon, das hat mich ganz, ganz, das hat mich ganz unter Spannung gesetzt. Die kannst du später abbauen, die Spannung dann bei Self-Call. Maximum Heizkörper. Ja, tatsächlich. In dem ganzen Raum sind halt Heizkörper. Ja, also, Matteo, wir haben halt ein großes Problem, ne? Was ist das Problem? In diesem Raum, also die Heizkörper sind gar nicht das Problem. Da, zeigen. Yoshi, da, genau. Weil die können wir jetzt nur und abnehmen. Die brauchen, also wir können, habe ich schon gefragt, der Vermieter war heute mit dabei. Wir könnten die theoretisch auch abnehmen. Und weil wir heizen eh nicht, ganz ehrlich, wir haben da so viele PCs drin stehen, dass wir heizen quasi mit Strom. So, die Heizungen werden wahrscheinlich nie angemacht. Das viel größere Problem ist Sommer. Ja, weil ihr seht, das ist nicht hier rechts, da kann man rausgucken, das ist nämlich ziemlich weit oben. Und wir müssen halt gucken, wie wir das klimatisieren. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Wir müssen uns eine Klimaanlage kaufen. So ja, aber weißt du, wie teuer das ist? Die sind gar nicht so teuer. Nee. Diese Standklima-Ding, das ist einfach nur so wie so eine Heizung. Ja, und so eine Messen-Klimaanlage. Weißt du, was die für eklige Luft machen? Da bist du, da sitzt du einen Tag drin, dann bist du krank. Ja, aber wenn ich die Wahl habe zwischen schmelzen und krank, dann nehme ich auf jeden Fall krank. Stimmt, ja. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben wir ja einen Klimaanlagen- Sponsor in der Community. Stimmt. Oder wir casten und moderieren die ganze Zeit einfach nur in Badehose. Das geht auch. Das geht auch, ja. Also wenn, wir könnten uns da so ein Pool reinlegen. Also wenn in Juni halt so losgeht, ne, dann wird es ja schon richtig warm. Und überleg mal, weißt du noch, letztes Jahr im Sommer, wie heiß das war, ey? Ey, ja, ohne Wie Scheiß. Heiß das hier schon war. Und hier ist halt echt kalt. Ja, erinnere dich mal bitte an den Arken Cup. Da waren ohne Scheiß 32 oder 33 Grad und wir saßen im Hemd im Studio. Ich habe gedacht, wir sterben. Und da haben wir einfach 6 Stunden gecastet oder so. Und der eine Bonjour Cup hier, den wir hier gemacht haben. Ich weiß nicht genau, ich glaube, der Ice Cup, der war so der heißeste. Ja, das war krass. Echt. Da müssen wir mal echt sehen. Also, wenn wir da in die Mitte halt was reinbauen, ich weiß das alles noch nicht. Ich weiß das alles noch nicht, wie wir das machen. Was sagt denn der Chat überhaupt? Haben wir eigentlich eine Stimme des Chats? Ja, hallo hier. Oh, Andi. Hallo, Andi. Hallo, Andi. Hallo. Also, die wichtigste Frage aus dem Chat ist, wie gut ist das Internet? Ja, das Internet ist halt Hamburger Internet. Ne? Also, es gibt dort VDSL. In Hamburg gibt es anscheinend keine 100er-Leitung. Also nur 50er-Leitung. Das ist wie, als würdet ihr im Mittelalter leben. Ja, das ist tatsächlich so. Du gehst halt, sobald du außerhalb von Hamburg bist, hast du halt direkt 100er-Leitung. Ne? Standleitung ist halt zu teuer. Das wollen wir gar nicht. Es wäre, glaube ich, möglich, aber es kostet halt, keine Ahnung, was kostet das denn? 1.000 Euro im Monat oder so? Da sind wir weg. Also ich wohne in einem 3.000-Einwohner-Kaff und wenn ich eine Straße weiter zur Hauptstraße eingezogen wäre, hätte ich eine 200er-Leitung bestellen können. So habe ich jetzt nur 50. Ja, Hamburger Internet ist okay, diese schreibt ihr, es stimmt nicht. Es gibt hier bestimmt irgendwo auch 100er Leitung, aber so im Zentrum ist es halt echt schwer. Das ist halt 50er Leitung, also VDSL. Ne? VDSL. Okay, ich sehe gerade, warte. Tja. Schnacks schreibt, komme aus Hamburg und habe 200 Mbit. Können wir nicht bei Schnacks einziehen? Schnacks, hast du noch 160 Quadratmeter frei für uns? Reichen auch 80 eigentlich. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel. Auf jeden Fall ist... Mit King of Com, bin ich gerade gefragt. Ja, das kommt noch. Das steht hier auf dem Zettel. Okay.
Alles klar. Auf jeden Fall, ja, 50er-Leitung ist halt möglich. Wir streamen hier gerade auch mit der 50er-Leitung. Also es reicht zum Stream in 60 FPS mit 6K Bitrate. Reicht völlig aus. Wir würden dann eben noch eine zweite Leitung holen. Also eine nur zum Stream und eine zum Uploaden und Arbeiten. So würden wir es wahrscheinlich machen. Tja, müssen wir aber noch genau klären. Da habe ich keine Aktien drin, das ist Hamus Thema. Ja, der macht das da mit dem Internet. Der hat irgendwie auch einen, der bei der Telekom arbeitet. Der soll das checken. Ja. Wird schon. Ja, Internet. Ne? Kriegen wir schon hin. So, ja, Studio. Vielleicht schaffen wir es mit unserem... Da, das erste Ziel, ja, das hängt dort. Ich behalte das immer im Auge, immer im Blick. Das Bonver Studio, eins meiner 6 Ziele für dieses Jahr. Das größte Ziel. Wenn wir das umgesetzt haben, dann kann ich mich auf die kleineren Ziele konzentrieren. Wobei das und StarCraft Grandmaster, das sind eigentlich die größten Ziele. Ich glaube, die anderen, die sind gar nicht so schwer zu erreichen. Da muss ich mich nur mal hinterklemmen. Ich glaube, also Global Elite wird auch nochmal ein Häppchen. Ich sag dir, Global Elite, wenn ich StarCraft Grandmaster habe, Global Elite, wird das ein Klacks. Das wird ein richtiger Klacks, ja. Bin ich gespannt. Das wird ein richtiger Klacks. Warum beschränkt ihr euch auf Hamburg? Ja, weil Hamburg halt cool ist und wir hier alle wohnen, außer Matteo. Matteo muss irgendwann auch hinziehen, wenn wir ihm genug Geld geben können. Wir machen eine zweite Filiale hier in Frankfurt auf, wir expandieren aggressiv. Ah, nee, auf keinen Fall. Klar. Ein guter Kumpel von mir ist Kältetechniker, den frage ich mal wegen Klima. Nice. Was, echt? Das wäre echt nice. Kommt doch nach Krefeld, ja wahrscheinlich. So, dann, was habe ich hier noch stehen? Ach so, Matteo, wie ist das eigentlich? Wollen wir dieses Jahr eigentlich ein Community-Treffen machen? Ja, also mindestens eins. Ja, aber wollen wir das nicht mal angehen irgendwann, vielleicht jetzt? Vielleicht noch bevor wir ins Studio ziehen? Bevor wir ins Studio ziehen? Ja. Boah. Habe ich so überlegt vorhin. Das wäre eigentlich ganz cool. Da müssen wir aber mal mit Chrissy schnacken, weil sie ist ja da das Organisationstalent. Aber ich hätte prinzipiell Bock drauf. Ja, ich hätte nämlich auch langsam Bock auf ein Bonver Community-Treffen. Ja, aber haben die Leute Bock drauf? Das ist die Frage. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, die Zuschauer fragen immer nach der Gamescom, da gibt es ja normalerweise so ein Treffen. Ja, das machen wir ja auf jeden Fall auf der Gamescom. Genau. Aber wir würden auch gerne mal eins, unabhängig von der Gamescom, einfach mal machen und probieren, einfach in Hamburg hier. Ja, einfach sehr gerne. Am besten wäre es eigentlich, wenn jeder, der Lust auf so ein Treffen hat, in Curse, da brauchen wir eine eigene Gruppe für, dann schreiben die Leute, die da Bock drauf hätten, einfach alle, ja, ich will rein. Und dann haben wir schon mal einen Überblick über... ob Leute überhaupt Bock da drauf haben. Oder können wir eine Umfrage machen oder sowas, die einfach eine ganze Woche läuft? Ich mache mal eine Umfrage. Okay. Menü, Events, Community, Treffen in HH im, was haben wir jetzt? März, April, Mai? Ja, ich würde definitiv kommen. Nein, geht nicht. Nein. Yoshi, dein Steam-Sound ist übrigens noch immer an. Ich habe versucht, das zu schließen vorm Stream, aber es ging nicht. Wollte ich nur noch darauf hinweisen. Nein, will nicht, geht nicht für mich. So. Da können wir schon mal vielleicht eine Tendenz rauslesen, ob sich das überhaupt lohnt. Gut, dann sind wir dabei, wie immer, über unsere Formate nachzudenken. Also alle Formate, die bei uns laufen. Wir möchten immer erst für uns selbst feststellen, wie sind die gerade, sind die gut, kann man die verbessern, was sind die nächsten Schritte. Und wir haben jetzt zum Beispiel wieder über SafeCall geredet, denn wir haben ja jetzt eigentlich unser erstes großes Ziel, das kam ja mit dem Match gegen Team Limited, und jetzt haben wir selbst so festgestellt, puh, was kommt denn als nächstes?
Und unser Plan ist, dass wir auch gegen das Team Limited weiterspielen. Also wir möchten gerne weiter gegen die antreten als Sparring-Partner. Aber eigentlich möchten wir uns auch noch andere Gegner suchen. Ja, das wäre halt richtig cool, wenn wir halt immer wieder neue Gegner haben und dann darauf hin trainieren, die zu besiegen. Das wäre richtig cool. Und die Frage ist nur, wen, ja, wen können wir zerstören? Habt ihr vielleicht noch Ideen, wegen wen wir herausfordern können in Safe Call? Weil ich glaube, es ist sowohl für uns als auch für euch sowas wie ein Zeitraum wäre cool zum Plan. Ich habe doch gefragt, im Mai, oder? Ja, Mai hast du gesagt. Was ist denn los? Also so, peilt den Mai mal an. Habe ich das? Ich guck nochmal. Ja, du hast es gesagt, aber ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast. Keine Ahnung. Habe ich das geschrieben? Im Mai. Ich würde auf jeden Fall kommen. Das ist erstmal nur ganz, das ist ganz spontan, Leute. Das ist ganz, wir wissen gar nicht, ob wir das machen. Ja, ja, ist einfach nur mal um Interesse anzufragen, ob überhaupt jemand Lust hat darauf. Genau. Ja, genau. Counter-Strike. Wen können wir denn fordern? Wer hat denn noch ein Team überhaupt? Ja. Das sind alles sehr gute Fragen. Wenn ihr da Leute kennt. ESL confirmed. Ja, nee. Wir sind ja jetzt keine Pros. Wir wollen das beste Team der Welt von Streamern stellen sein. Das ist genau unser Ziel. Also das wäre echt ganz cool. Ganz oft gesagt, das Frauenteam von Team Expert. Das wird ja heute. Da haben die Rocket Teams schon heute gespielt, oder? Nee, heute spielen die, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ja, das ist aber für uns keine Option, weil das sind halt Pros. Und wir wollen nicht gegen Pros spielen, weil das wird, glaube ich, langweilig für die Pros und für uns. Und warum spielen der BTV gegen die? Das weiß ich nicht. Wenn er denn komplett auseinander gespielt oder nicht? Wahrscheinlich schon. Aber das ist halt, weil das Format ja von Expert gesponsert wird, spielen die wahrscheinlich gegen das Pro-Team, also Frauenteam von Expert, vielleicht, keine Ahnung, so. Das ist wie so ein Freundschaftsmatch. Ich weiß es nicht genau. Aber ich fände es schon cooler, wenn wir Matches machen, wo man halt vorher nicht genau weiß, wer gewinnt, damit es halt spannend wird. Wie wäre es denn mit PietSmiet? Haben die nicht ein Team? Also ich weiß, dass PietSmiet auf jeden Fall mal Counter-Strike gespielt haben. Und also die wissen alle, wie das Spiel funktioniert. Und die haben einen guten Spieler, das weiß ich auch. Die könnten wir mal herausfordern. Ja. Das doch mal einfach machen. Was? Nee, jetzt doch nicht, oder was? Nee. Ja, warum denn nicht? Kostet doch nichts. Echt jetzt? Okay. Es kostet ey, PietSmiet. Immer. Jeder Beef fängt dann mit A. Habt ihr eigentlich ein fähiges CSGO-Team oder seid ihr alle Noobs? Die denken dann, wir sind die letzten Assis und dann wir nehmen die das auf keinen Fall an. Wir fordern euch heraus. Also im Chat wird auch gesagt, die sind, also PietSmiet ist schlecht, da gewinnt ihr direkt. Könnt ihr jetzt überheblich wirken, wenn die wirklich nicht so gut sind. Was, echt? Stimmt, dann schreibt mal eher so. Oh, dann macht, die kennen uns nicht, dann lass mal nett sein. Vielleicht antworten wir, genau, wenn wir nett sind. Also genau, lass mal so schreiben, so. Hallo. Hallo, liebe, sehr geehrte. Sehr geehrter Herren. Smiet, Piet. Von, ist das eigentlich, ist er PietSmiet oder heißen die alle PietSmiet? Das Ding heißt PietSmiet und er ist, glaube ich, PietSmiets oder so. Er heißt so irgendwie. Sehr geehrte Herren. Schreib einfach, sehr geehrter Herren von PietSmiet. Genau. Nee, das ist aber eher, du schreibst nur ihn an jetzt. Aber, ja, aber das sind doch, hä? Ich dachte, der ist, wer ist denn jetzt, was, wer oder was ist denn jetzt PietSmiet? Sind das also jetzt? Er ist, du schreibst jetzt gerade nur eine Person an, der Piet, den du gerade offen hast, ja, das ist nur ein aber Typ. Das ist ja der offizielle at PietSmiet. Ach, echt? Ja. Ja, er ist Pedder, alle sind PietSmiet. Also kann ich jetzt da quasi stellvertretend, kann ich ja ihn anschreiben. Haben die auch Frauen oder geht sehr geehrte Herren? Mach Herren, da sind meines Wissens nach keine Frauen vor der Kamera. Wir sind mit unserem CSGO-Team auf der Suche nach Sparring-Partnern.
Oh, wir haben noch 34 Zeichen. 34, dann schreib, ruf mal an. Und das war's. Nee, ah, das ist wieder zu viel. Sehr geehrte Herren von Pietsmiet, wir sind mit unserem Ziel. Nein, das ist schon zu viel. Du musst diesen zweiten, also der Anfang ist okay, ja? Ja. Sehr geehrte Herren von Pietsmiet, das lässt du so. Und dann musst du danach schreiben, hätten Sie Interesse? Dann klingt es aber nach so einer Spam-Mail aus Uganda oder so. Hätten Sie Interesse? Hätten Sie Interesse, das nächste Opfer von Team Safe Call zu werden? RBTV, das verstehen die doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, wer wir sind. Stimmt. Hätten Sie Interesse? Gerne würden wir. Ach, das ist doch alles Kacke. Das ist alles Kacke. Mach mal Herren weg, sehr geehrte Herren weg. Schreib mal so auf normal. Also, hi, Pietsmiet. Nee, ich will das aber so schreiben. Na gut, dann schreib es so. Ich schreibe es erstmal so, wie ich schreiben würde. Wie mir es aus dem Kopf. Wir sind auf der Suche nach Sparring. Das hatten wir gerade. Ich schreibe es jetzt erstmal, damit es raus ist. Dann können wir noch immer nachbessern. Bunny schreibt im Chat gerade, ich muss es schreiben, so wird das nichts. Bunny, nein. Nee. Niklas schreibt das jetzt. Wir sind auf der Suche nach Sparring-Partnern für unser CSGO-Team. Das ist gut. Hätten Sie Interesse? Der BTV ist leider zu schlecht. Nee, dann jetzt verbocken wir uns aber damit RBTV das Rückmatch, wenn du das schreibst. Shit, stimmt. Können Sie ein Team stellen? Ja. Passt da noch, wenn wir jetzt einen Link reinmachen, haben wir weniger Zeichen, ne? Wir könnten jetzt noch unser Video verlinken. Du kannst ein GIF reinmachen. Wir könnten jetzt noch unser Video verlinken. Wo wir gegen die Rocket Beans gespielt haben. Ja, das können wir machen. Hast du das? Das passt aber niemals. Es sind nur 7 Zeichen. Du brauchst 20 für einen Link. Boah. Können wir den Link nicht zusammenschrumpfen auf Bit.ly oder so? Oh, das könnten wir probieren, aber es werden trotzdem, glaube ich, nicht 7. Es sind bestimmt dann 9 oder 11. So, warte mal. Aber versuch's. Alter, wie schwer Social Media ist, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall. Wo ist Marvin, unser Social Media Manager? Stimmt, wo ist Marvin? Kann er sich hier reinklinken in den Call? Der kann doch einfach hier in den Call rein. Marvin? So, wo ist denn unser Match? Wo ist es denn? Da. CSGO, das große Match gegen Team Limited. So, Bit.ly oder wie heißen die? Da. Da mache ich jetzt mal den Link rein. Shorten. So, jetzt gucken wir mal. Boah, 16. Shit, ist ja viel zu viel. Hä? Scheiße. Boah. Nee, das geht nicht. Oder warte mal, wir müssen jetzt müssen wir forgen. Also sehr geehrte Herren von Pietsmiet. Das müssen wir komplett in den ersten kompletten sehr geehrten. Boah, guck mal. Ja. Drei noch. Seid ihr eigentlich noch offen für weitere Vorschläge? Ja, na klar. Also das mit dem Link klappt nicht, Leute. Wie, das klappt nicht? Der gilt immer für 25 Zeichen. Ach so. Also aber egal, ich hab doch jetzt... Dann mach bitte den Original-Link wieder rein, weil, wenn es so ein Bit.ly-Link ist, dann denken die, es ist ein Spam. Und die Scheiße. Wollen irgendeine Phishing-Seite. Mann, ist das schwer. Ja. Dann schreib am Anfang, hallo, lieber Pietsmiet. Kannst du mal vom Desktop kurz runter, Yoshi? Ich weiß nicht, was hier... Ich weiß immer nicht, was hier zu sehen ist, immer wenn man einen neuen Tab macht. Nicht, dass hier meine Pornos aufploppen. Na, die würden da eh nicht aufploppen. Die kommen immer im privaten Fenster. Im Chat wurde auch vorgeschlagen, statt wir sind auf der Suche zu schreiben, wir suchen. Das ist noch viel kürzer. Oh. Wir suchen nach... Erstmal brauchen wir den richtigen Link. Okay. So. Da. Den? Schreiben mir gerade mit fast 900 Leuten einen Tweet. Und das funktioniert nicht so richtig gut. Sehr geehrte, was sollten wir ändern?
Wir suchen nach. Nicht, wir sind auf wir der Suche. Wir suchen nach Sparring-Partnern für unser... So, jetzt würde es passen. Das ist kurz, das ist prägnant. Man versteht, was wir wollen. Man hat noch eine Referenz. Also wenn das kein guter Tweet ist, dann weiß ich auch nicht. Sehr, sehr gut. Also, wir haben das Go von Marvin sogar, unserem Social Media Manager. Mach noch ein Gift dran. Der Chat findet es ein bisschen förmlich mit dem Sie und sehr geehrte Herren und so. Ja, aber wir kennen die ja nicht. Wir kennen die ja nicht. Wir sind das ist der First Contact. Genau, man muss doch höflich sein. Wir wissen ja jetzt nicht, wir wissen ja selbst nicht genau, wie die sind. Da muss man erstmal sich siezen, oder nicht? Aber im Prinzip fängt so jede Spam-Mail an, ne? Sehr geehrter Herr. Ja, aber deswegen ist halt wichtig, dass es gleich ganz viele liken. Also es muss halt wirklich jeder liken, der zusieht, weil sonst, okay, ne? Die haben halt eine viel größere Reichweite als wir. Da muss schon was hinterstehen gleich, sonst nehmen wir uns eh nicht. Also unter 100 Likes und Retweets geht dann nichts. Dann glauben die das nicht. Nee, dann sind wir. Das ist jetzt wie eine Bewerbung, ja? Wir müssen jetzt alles geben. Okay. Also ich drücke jetzt drauf, ja? Ist das okay? Warte, wir könnten noch gratis ein GIF machen, um dann posten wir schnell ein GIF. Atmosphäre aufzulockern. Okay, warte. Wir können bei uns im GIF-Channel gucken. Das passt dran, oder? Oder nee, warte mal, wenn du ein vorgefertigtes nimmst, dann kostet es nichts. Ja, dann Medien kosten gar keine Zeichen. Also ihr könnt einfach reinpacken, was ihr wollt. Nee. Geil. Okay, los. Wir suchen jetzt ein geiles GIF. Okay, sag Stopp. Welches nehmen wir? Wie Stopp? Nee, nimmst du jetzt eins von nicht original? Also entweder nehmen wir ein Original von uns oder. Okay, aber ich weiß nicht woher. Ich habe keine GIF. Marvin, wir brauchen ein GIF. Hast du ein GIF für uns? Ja, ein super geiles Bondra-GIF. Mit Safecall irgendwie. Mit Safecall am besten. Und das postest du dann in Slack oder in Curse und dann kann Nickers da rein. Wie macht man das denn? Scheiße. Ich weiß auch nicht, wie man das macht. Marvin, wir brauchen deine Hilfe. Oder. Auf der Cloud sind ganz viele Bondra-GIFs. Oh, das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Niklas. Warte, ich kann auf die Cloud gehen. Aber nicht zeigen, bitte. Nicht zeigen, Yoshi. Nicht zeigen. Wir könnten auch so ein Flirty-GIF, ein vorgefertigtes von Twitter nehmen. Geht auf den anderen Rechner. Ich dreh durch. Ich hab gerade vorhin einen Schreck bekommen. Der träumt mich nur, der Penner. Wo ist denn das? Haben wir das Fuck You-Mantel von Ede-GIF? GIFs. Wer das Marvin? Sind das alles GIFs? Tatsächlich. Das sind alles GIFs. Und da kannst du zum Beispiel Niklas mal ein und Gutes Matteo davon. High Five nehmen. Sag mal ein Gutes. Niklas und Matteo High Five. Niklas und Matteo High Five. Niklas und Matteo. Nee, es heißt Niklas Matteo High Five. Niklas Matteo. Zusammengeschrieben? Zusammengeschrieben? Alles getrennt. Niklas. Niklas Haugino. Niklas was? Niklas Knut Starkwürf. Niklas Daumen hoch in Küche. Niklas Bohr. Yoshi Niklas High Five. Yoshi Niklas Daumen. Niklas Matteo High Five. Okay, das sollen wir nehmen. Und das tue ich jetzt. Niklas schlägt. Was denn Niklas schlägt? Das schlägst du Mäntel. Das ist doch besser, was? Oder? Wenn ich die schlage. Nein. Dann denken die, wir sind Schläger. Und dann nehmen die nie an. Oh, guck mal, das ist doch ganz gut. Aber da habe ich noch lange Haare. Nee, dann denken die, ich bin Hippie. Dann nehme ich hier genau direkt weg. Dann zensier die Haare. Nee, ich mach, das hat jetzt unser Social Media Manager, hat das offiziell vorgeschlagen. Niklas Matteo, High Five. Okay, na gut, okay. So, können wir das hier jetzt nochmal zeigen? High Five geht immer. Das ist der fertige Tweet. Warte, noch nicht abschicken, ich will sie noch sehen im Stream. Joshua! Sehen. Joshua! Schreit auf den Rechner! Lässt er sich wieder ablenken. Ist gerade wieder irgendjemand gekommen. So, sehr geehrte Herren von PietSmiet, wir suchen nach Sparring-Partnern für unser CSGO-Team. Sind Sie dabei? Link zum Video und unser GIF. Das sieht doch sympathisch aus, als wenn wir Freunde wären. Das ist der perfekte Betrug. Mach's so. Okay, los. Twittern. So, wen können wir da noch fordern? Okay. Kopier den Tweet bitte komplett so und schick den an die ganzen anderen Leute, weil das ist zu anstrengend, immer wieder neu ja, zu schreiben. Ja, stimmt. Das ist echt, wir sind einfach eine Spam. Ah, nee, aber das ist nicht gut, weil jetzt müssen den erstmal alle favorisieren. Stimmt. Wir müssen erstmal einen gut machen. Ja?
Genau, wir machen den nächsten erst, wenn der 100 Retweets und Likes hat. Eigentlich 200. Also vorher. Also mindestens 200. Also ja, unter 200 geht da gar nichts. Schaffen wir so viel. Wie kann ich das denn jetzt verlinken? Warte, hier, so. Okay. Ich poste den mal hier im Twitch-Chat. Okay, jetzt brauchen wir die Power. Jetzt brauchen wir die Power. Jetzt muss jeder. Jeder. Leute, wenn bitte, ihr keinen. Jeder. Ja, macht euch Twitter-Accounts jetzt und postet. Und macht euch 5 Twitter-Accounts oder so. Take können wir fragen. Gute Idee. Stimmt. Aber jetzt erstmal Pete's Meat. Die sollen mit uns CSGO spielen. Also jetzt drückt, Leute. Drückt. So. Ich bereite schon mal vor für. Wollen wir genau den gleichen Tweet an Take machen? Okay. Ja, wir kennen doch Take schon gut. An Take da können wir auch ein bisschen. Da, stimmt, Take. Da kannst du einen Assi-Tweet machen. So, ey, Take, du Lappen. Ey. Ey, Take. Wollen wir Take TV oder Dennis Gehlen antwittern? Mach Dennis direkt. Ey, Take. Also schreib, ey, Dennis, ich hab gehört, du bist richtig scheiße in Videospielen. Lass mal CSGO zocken. Ey, Take. Nee, das ist scheiße. Ich hab gehört, du bist richtig scheiße in Videospielen. Wir fordern euch in CSGO raus, du Lappen. Und schreibt dahinter, ihr dürft aber nur schlechte Spieler benutzen. Wie dumm ist das denn? Nee. Ja, Mann, da kannst du das passende GIF Niklas knipst in der Cloud. Oh. Yoshi, geh mal bitte vom Rechner wieder weg. Niklas knipst? Genau. Boah, das ist ja super. Teig. Warte, ich mach's rein. So, jetzt diesen Tweet. Warte mal. Ja, Yoshi lässt sich gerade ablenken, weil Cedric gekommen ist. Was ist denn? Wir müssen jetzt twittern. Die Tweets schreiben, Yoshi. So geht das nicht. Da jetzt, zeigen. Ey, take then. Ich habe gehört, du bist richtig scheiße im Videospielen. Wir fordern euch im CSGO schlecht. Raus, du Lappen. Schreib schlecht. Im Chat wird geschrieben, wir sollen nicht scheiße schreiben. Das ist nicht gut. Schreib schlecht. Okay. Danke, Chat, dass ihr dabei seid. Und warum eigentlich nicht per Bonjour-Account? Das ist Niklas. Das ist Niklas. Sind. Ja, wenn das der Bonjour-Account macht, dann denken alle, Alter, was ist mit denen los? Aber wenn Niklas sagt, sagen, ist Niklas. Okay, verstehe. Ja, weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt so gemacht. So, ist das gut? Können wir das machen? Warte, zeig nochmal. Ich muss noch gucken. Ich muss noch sehen im Stream, warte. Also, ey, Takeson, ich habe gehört, du bist richtig schlecht im Videospielen. Wir fordern euch in CSGO raus, du Lappen. Okay. Ja, das klingt gut. Gut. Klingt gut. Twittern. Gut. Wen kann man denn noch anschreiben? Team Trilux, oder wie man das ausspricht, weiß ich nicht, wurde auch oft Wasser geschlagen. Sind das Deutsche? Weiß es nicht. Kennt ihr die? Hab ich noch nie gehört. Team Schweine-Aim von Triluxe. Die kenne ich sogar. Ist das? Deutsche? Ja, das sind Deutsche. Weil ich glaube, die sind zu stark für euch. Was, echt? Dann müssen wir die erst untersuchen. Dann darf Yoshi mitspielen bei Triluxe. Wie heißen die? Triluxe Team Schweine-Aim. Hä? Was? Triluxe? Mit T-R-I-L-L. X. So? Das heißt Trilux. Die hier? Die? Team Schweine-Aim? Ja. Was sind die Streamer? Sind die Pros? Trilux ist ein YouTube-CS-Content-Creator und spielt auch ziemlich gut im Team und hat eigentlich auch ein recht gutes Team. Ich glaube, die wären auch eine ganze Ecke zu stark. Die hier? Coop Mission Rage mit Team Schweine-Aim? Nee. Das ist halt sein YouTube-Channel. Da findest du jetzt wahrscheinlich eine Menge YouTube-Videos von ihm oder vielleicht so Spielereien. Sag, wir müssen mal gucken. Erstmal scouten. Guck mal das neueste Video, bitte. Aber die sind doch bestimmt zu gut, denn, wenn die Counter-Strike hauptsächlich machen, oder? Wenn die zu gut sind, dann nicht. Sind die gut? Kontaktiert die Spandauer. Das sage ich doch die ganze Zeit. Hallo! Was hast du gesagt, Yoshi? Sage ich nicht. Oh, stimmt. Die Spandauer. Die Freaks for You können wir an aber machen wir der 99 Damage eher, oder? Spielen die CS? Ja, also ich meine, Spandauer Inferno. Spandauer Inferno. Haben die ein eigenes Twitter? Inferno CS?
Oh, ja. Den Twitter-Account. Okay, los. Okay, spannend auf Inferno. Wir bringen das Inferno zu denen los. Okay, dann müssen wir jetzt jetzt die nächste Bewerbung, ja, müssen wir unseren Tweet genau auf die zuschneidern. Wie schreiben wir mit denen? Wir schreiben, ey, ihr Spacken. Nee. Das ist zu krass. Guck mal, die kennen uns auch nicht. Schreiben. Zeig mal, guck mal, wie die schreiben. Ja, aber das ist ja hier jetzt gerade eine Business-Anfrage, Matteo. Da können wir nicht so anschreiben. Ja, okay, wir machen jetzt, dann müssen wir wieder wie bei Pizmeet. Ja, aber die sind halt ein bisschen jünger auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir nicht ganz so förmlich sein wie bei Pizmeet. Das stimmt. Warte mal. Oh, guck mal, hier, die haben sogar irgendein Team. Aber es ist wahrscheinlich League of Legends, oder? Also, pass auf, wir machen es über die Hintertür. Pass auf, wir machen es so. Wir haben gehört, ihr habt das beste League of Legends Teams, League of Legends Team Deutschlands. Aber wie sieht's in CSGO bei euch aus? Wir haben fordern gehört, euch heraus. Ihr habt das beste LOL Stream Team Deutschlands. Stream Team Deutschlands. Aber wie sieht es mit CSGO aus? Wir fordern euch heraus. Yes. Hallo. Da nimmst du am besten Niklas Matteo Cool aus der Cloud. Okay, wenn das nicht cool ist, Marvin, dann raste ich aus, ne? Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Na gut. -5. Was? -5? Okay, warte. Das beste LOL-Streamteam.de. Du kannst auch schreiben, hi, spawn deinen Firmen, weil die sind noch jung. Die sind jung und hip. Ja, aber das ist ja, hallo ist schon. Das ist trotzdem noch förmlich, aber besser als hey oder hi in dem Fall. Ja, okay, das DE, okay. Ihr habt das beste LOL-Streamteam.de, aber wie sieht das mit CSGO aus? Also Cedric meint, ihr sollt viel, viel offensiver schreiben und viel, viel beefiger. Ja, das durfte ich ja nicht, sorry. Gerade bei den Spandauern, habt ihr mal gemerkt, wie die miteinander umgehen? Hallo? Ja, aber wir sind ja hier jetzt gerade zwei unterschiedliche Systeme, die miteinander kommunizieren. Da muss man ja auch erstmal irgendwie eine Basis aufbauen, oder nicht? Das ist Krieg. Was sagt der Chat dazu? Okay, wir fragen den Chat. Erstmal sollst du ändern DE zu EU, damit die ein bisschen, weißt stimmt, du, damit stimmt, die stimmt, denken, stimmt, du hast recht. EU. Beleidigen. Okay, wie wäre, wir fordern euch heraus, Krieg. Ihr Lappen. Aber das Ding ist, Hand of Blood hat letztens erst ein Video gemacht, dass er gegen Beleidigung im Internet ist. Ja, dann beleidigen wir auch nicht. Geht nämlich nicht. Wir können nicht einfach aber so los beleidigen. Krieg. Der Chat will Krieg. Spalten. kann man da schreiben, ey, ihr Lappen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir können es ja so machen. Wir machen erstmal freundlich und wenn die nicht reagieren, dann schreiben nächste wir, Woche mit Beleidigung. Na, habt ihr wohl schon, habt ihr euch Schiss wohl schon in die Hose gemacht? Lappen. Ihr Lappen. Habt ihr die Lappen voll? Ihr Lappen, nee. Hä? Ich kann nicht beleidigen, ist scheiße. Okay, welches GIF, Marvin? Niklas Matteo Cool. Joshi, gehst du mal vom Rechner weg? Cool. Niklas Matteo Cool, okay. Wenn noch Input braucht für verkraftbare Beleidigungen. Schlingel, Lümmel, Rabauken, Kanonen, Halunken. Oh, Lümmel ist gut. Lümmel ist nicht so eine krasse Beleidigung, aber ist ein sehr gutes. Das, Lümmel. Das kommt nächstes Jahr in Mode, ich sag's dir, Lümmel. Lümmel. Hey, aber es würde dann. Hey. Das geht. Aber das kann man in Business-Mails benutzen, auf jeden Fall. Okay. Aber selbst wenn ich ein Hi rausmache, haben wir noch -4. Dann schreib. Scheiße. Dann schreib Hi, ihr Lümmel. Wir haben gehört. Hi, ihr Lümmel. Ja, wo oder baue ich denn Spandau Inferno ein? Scheiße. Hi, Spandau Inferno, ihr Lümmel. Nee, warte mal. Hi, Spandau Inferno. Wir haben gehört, ihr Lümmel habt das beste LOL-Stream-Team EU.
Aber wie sieht es mit CSGO aus? Oder wie sieht es mit CSGO aus, ihr Lümmel? Wir fordern euch heraus. Lümmel. Aber das reicht dann trotzdem nicht. Fuck. Wir haben ja, da haben wir ja nichts mit gespart. Nee. Scheiße. Das ist genau minus 4. Ja, doch. Nee, minus 5 sogar. Dann. Warte. Ich wollte gerade sagen, mach aus dem High ein A, aber da sparen wir nichts. aus Sieht es, sieht's. Ja, was? Das also mit stimmt, du hast recht, das würde schon mal was sparen. Ja. Minus 4. Oh, wir sind kurz davor, den perfekten Tweet zu machen. Sonst mach doch aus Stream Team einfach nur Team. Das wird doch den Sinn nicht wegnehmen, oder? Ja, aber dann sagen wir sind das beste Team. Das sind sie doch auch, oder? Ja. Ja, doch, oder? Doch, stimmt. Ja, jetzt, stimmt. Wo du es sagst, schreib ruhig. Gut, dann wäre das unser Tweet. So, der Chat muss es noch absegnen. Eine Frage. Hat Fabian Siegesmund ein CSGO-Team? Weiß ich nicht. Also, der hat auf jeden Fall ein Team, das in diversen Shootern gut ist. Also, im Zweifel kriegt er das wahrscheinlich hin. Los, lass ihn auch herausfordern. Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dann jetzt schnell. Dann muss ich das jetzt... Chat? Was sagt schnell. Der Chat? Läuft, go, go. Kann raus. Okay. Rein können wir noch. Ja, okay, schreib... Warte. Erstmal, dieser Tweet muss auch. Der muss echt... Den müssen wir aufblasen, Leute. Den müssen wir wirklich sehr aufblasen. Das ist jetzt sehr wichtig. So, wie sieht's denn hier aus? Okay. Bei Take haben wir 103 Likes. 171 Leute bei PietSmiet. Da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ja, noch ein bisschen mehr. Bord noch mal richtig rein. So, komm, hier, gib noch mal Gas. Hier, bei dem. Lass ihn mal offen, zeig dir mal den auf dem Chat. Ja, mach ich ja. Hab ich ja, ich habe den auch noch mal gepostet. Und den hier, der muss eigentlich noch krasser. Ich weiß es nicht. Hier, rauf da jetzt und favorisieren. Genau, und gerne auch was das runterschreiben. Das ist ein Befehl. Schreibt da gerne noch eine Antwort drunter. So. Ja. Los. Yeah, so. Geil. Die Bonver Boys. Geil. Go. Heiße Schnitten. Oder schreibt drunter. Ja, das will ich sehen. Huiuiui. Sowas. Oh, das wäre grandios. Toll. Das wäre fantastisch. Wow. Do it. Okay, während wir das hochpushen, überlegen wir uns jetzt ganz kurz noch an den Herrn Siegesmund. Shit, wir haben noch ganz viele Themen vergessen, Matteo. Das Briefing ist schon vorbei. Wir haben zu viel Zeit verbraucht. Fuck. Scheiße. Ja, dann müssen wir... Ja, was macht man jetzt? Shit, wir müssen noch eine Sache... Das geht nicht. Die müssen jetzt erstmal dran. Oh Gott, ja, wir haben die ganze Zeit vertrödelt. Wir machen nächste Woche. Ich glaube, der Twitter... Ja, der Fabian hat sowieso... Sein Twitter-Account wurde gehackt. Der hat keinen gerade. Okay, deswegen ist hier ist ein Sendeplan. Wir haben ganz viel Content. Guckt rein. So, und viel wichtiger... Wir haben neue Fotos, auch wichtig. King of Com geht weiter. Hier, Leute, King of Com. Counter-Strike. Am 23.03.2017. Das ist quasi in 10 Tagen. Man munkelt, einen Tag davor würde Rocket Beans ein Counter-Strike-Turnier machen. Aber wir haben das schon längst geplant. Ja, die muss das wieder nachgemacht. Am 23. ist unser Counter-Strike-Turnier. King of Com. Könnt ihr euch jetzt anmelden? Hier findet ihr den Anmeldelink. Liebe Teams, kommt herbei und spielt mit bei King of Com. Diesmal moderiert übrigens von Joshua und meiner Wenigkeit. Und hier findet ihr alle möglichen Informationen dazu. Joshi wollte irgendwas, was ich noch sage, habe ich alles vergessen. Findet ihr alles hier, 23.03. 18 Uhr. Startet das. Ihr könnt euch jetzt anmelden mit eurem Team. Über diesen Button. Jetzt anmelden. Oh Gott, ich muss mich einloggen. Ja, zeigen wir jetzt nicht. Zeit für Subs und oh so Gott, wir haben gar keine Zeit mehr. Hier, Chrissy, Ansprechpartner. Genau. Wir lesen die Subs dann am Anfang von Safe Call vor, okay? Ja. Letzte Stunde lang, aber ist okay. King of Com. Wichtig. Und dann nächstes großes Event am 23.03. Anmeldung ist jetzt offen. Jetzt. Tut es. So, guck mal noch schnell auf die Tweets. Wie ist das hier gelaufen?
F5. 118 Leute. Das ist zu wenig. Das vielleicht ist noch ganz kurz ein paar Fragen, damit das auch im Briefing drin ist, dass die Leute Bescheid wissen. Also, wie sieht's aus mit Academy? Ein kurzes Wort dazu vielleicht? Nein. Gibt's nichts Neues zu. Nein. Und Gamescom, wie sieht's da aus? Gibt's auch noch nichts Neues zu. Alles klar. Hier, schnell, diesen Link. Alle favorisieren. Alle. Ja, tut wir machen jetzt eine Pause und in der Pause können alle ganz wild die Knöpfe drücken. Alle Knöpfe, drückt alle Knöpfe, die es gibt. Und jetzt gibt's Safe Call. Schnell. Schnell, schnell in die Pause. Schnell, schnell, schnell. Du guckst unser Video auf YouTube und kannst uns dir sehr leicht und kostenfrei helfen zu wachsen. Einfach direkt unter dem Video den Daumen nach oben drücken und im Idealfall noch einen positiven Kommentar dalassen. Das beides und die Tatsache, dass du dir ein Video vollständig und nicht nur die ersten 10 Sekunden angesehen hast, lässt YouTube wissen, dass unser Video richtiger Content und gut ist. So wird es auch anderen vorgeschlagen. Um die Reichweite unseres Kanals weiter zu steigern, kannst du uns helfen, indem du unseren Kanal völlig kostenfrei abonnierst. So bekommst du gleichzeitig auch immer mit, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Bonjwa wird unterstützt von Twitch, Curse, Loot Chest und von euch, der Bonjwa Community.